Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die hier haben. Ich bin in den 90er Jahren in Berlin groß geworden und selbst beim aktuellen Zustand sieht das hier um einiges einladender aus. Aber ich habe ja Schlimmes gehört. Und zwar soll es ja von Mal zu Mal schlimmer werden. Unter anderem kann man sich das aber auch selber schlimmer machen. Und zwar mit Hilfe der Modifikatoren, die wir ab Rang 6 bekommen. Noch haben wir, ich glaube, Rang 4 oder so. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Da wird das hier schlimmer als jemals zuvor. Und in diesem Sinne, verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück zu Dead Island Teil 2 Nachbarschaftsmodus Neighborhood Watch. Ich brauche bessere Waffen. Willkommen in Runde 1. Ich habe diesmal selber ein Team gehostet und gezielt gewartet, dass wir hier... Oh, sind sie noch hier? Vorsichtig, wir dürfen nicht so weit auseinander. Sonst kommt der schreckliche Punker. Ja, genau. Ich habe gewartet, bis wir ein Dreierteam voll hatten. Macht Sinn. Macht total Sinn. Viele steigen schon beim ersten Kompagnon in die Runde ein. Aber, naja, wir brauchen volle Schlagkraft, gerade für das Finale. Das macht hier so viel Sinn. Wir sind auch gleich mit der schwersten Mission als erstes, also mit dem dritten Schwierigkeitsgrad eingestiegen, damit wir hier dick Waffen bekommen und schneller nachladen können. Das ist auch sehr wichtig für die Decken. Aber jetzt mal so gerade im Vergleich, theoretisch komme ich ja jetzt gerade aus der NG Plus Bonusaufnahme, ist der hier schon um einiges langsamer, aber alle sind schwächer, das gehört dazu. Ich glaube, die wollen noch ein bisschen leveln, da bin ich dabei, ein bisschen schnetzeln im Team, warum nicht? Oh, wow, 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 Hilfe, Hilfe. Ach so, ja, genau. Ich habe ja unsere Armbrust ein wenig geupgradet. Und zwar verschießen wir jetzt nicht einfach nur noch einen Bolzen oder viele Bolzen, sondern Bolzen mit Sägeblättern dran, ne? Eine mega coole Sache. Warte mal, kann ich ganz kurz? Ja, ich denke, ich kann, ne? Hier, wir haben die Dokumente. Wir haben alle Dokumente und er brennt. Er wird ja alles niederbrennen. Spritze, Spritze, Spritze. Ich möchte diese Aufnahme nicht wegschmeißen. Nicht schon wieder. Nein, alles gut. Alles im grünen Bereich. Aber es ist schwer. Schon nicht ohne. Aber wir müssen wieder zurück. Unser Team arbeitet bedingt zusammen. Sind viele Neulinge, glaube ich, dabei. Aber der eine hatte wenigstens Level 10 oder so. Ja, genau. Schmeiß sie zu mit Elektro und so. Ich packe gleich mal die neue Armbrust raus. Ansonsten habe ich noch einen Modifikator installiert. Der es uns erlaubt, stärker zuzutreten in der Luft. Und rutschen macht jetzt auch mehr Schaden. Ich gehe ganz schnell die Dokumente holen. Die Hupe, ne? Die macht mich auch fertig, muss ich sagen. Hier. Wir haben alle Dokumente. Wir wissen jetzt Bescheid. Einer muss sich ja um die Aufgabe kümmern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, warte, was? Schnelle Entscheidung. Schrotflinte habe ich genommen. Abstimmen. Was ist das? I don't know. Ich muss weg. Wow! Was war denn da los? Das habe ich ja noch nie gehabt. Heule lebt noch. Das ist ja schön. Ich brauche Medikits. Weiß ich nicht. Okay, weiter. Tötet den Soldaten mit den Pistolen. Machen wir. Wir müssen zusammenbleiben. Oh Mann. Ansonsten kommt... Naja, Keule halt. Ein übler Typ ist das. Schade. Warte mal. Ich habe ja noch mein Messer. Müssen wir auch mitnehmen. Müssen wir auch mal benutzen, meine ich. Ich habe aber gerade nichts. Schande. Was Schnelles. Was Blutiges. Was Schnetzliges. Hey. Hey, hey, hey. Erdeknarre. Ach, warte mal. Ich habe ja auch eine Armbrust. Die sollten wir auch benutzen. Mit den Sägeblättern dran. Ne? Ich wollte mir das für einen richtigen Moment aufheben. Aber das ist doch hier ein richtiger Moment. Hey. Machen wir, machen wir. Die Kiste, einer muss sie schleppen. Oh, da ist noch ein Dicker. Schande, vorsichtig. Übel, übel, übel. Aber es geht auf jeden Fall um einiges schwieriger hier zugange als im normalen Game. Aber NG Plus ist wieder was ganz anderes. Ich komme. Er braucht Rückendeckung, er kann sich nicht verteidigen. Er ist hinter der Hecke. Ich wiederhole, hinter der Hecke. Oh, Schande, komme ich hier? Nein. Natürlich nicht. Gibt es hier keinen weiteren? Doch. Nehmen wir diesen hier. Wir sind zu weit auseinander. Es liegt nicht nur an mir. Lampe. Gram. Ja, auch wichtig. Nachher fürs Modeln. Ich komme. Aber so eine schöne Katastrophenschutzkiste wäre auch was Feines. Oh, wir müssen. Die Chaos-Energie läuft schon wieder voll.
Wollen wir hier noch ein bisschen? Ja, gute Idee fürs Leveling und so. Die droppen ja auch Waffen. Nicht ablegen. Ach so, die sind schon durch. Ja, dann müssen wir. Man kann hier noch so ein bisschen rumschnetzeln, wenn man möchte. Wir haben ja auch noch 1,5 Minuten. Vorsichtig. Ich möchte überleben. Ich möchte überleben. Alles gut. Alles gut. 1 Minute. Vielleicht hat er ein paar Waffen für uns. Nein. Katastrophenschutzkiste. Um die Ecke. Ich komme. Schön. Saftig. D. Wird immer besser. Aber da geht noch was. Da geht noch einiges. Wir brauchen Rang 6 für den ersten Modifikator. Ich glaube nicht, dass wir den mitten in einer Runde hier... Nee, glaube ich nicht. ...benutzen können. Kram. Ressourcen, ganz wichtig. Hier liegt alles voll. Wir haben 300 Sekunden. Waren doch 300 von vornherein, ne? Haben wir eine Münze... Noch keine. Letztes Mal hatten wir eine. Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Man könnte natürlich googeln. Aber wo bleibt dann bitte das Mysterium? Das ist auch sehr wichtig. Das spielt ja mit. Haben wir hier so Pi mal Daumen alles? Ach, guck mal, wir könnten Sachen einlagern. Aber jetzt hier in so einem schnellen Modus? Ich glaube, wohl mal nicht. Gut, wir wollen verticken fürs Erste. Speer. Brauche ich nicht. Oh, ich habe eine exquisite Uzi bekommen. Die hat sich doch hier bestimmt aus dem New Game Plus Modus hier rüber geschummelt. Ich nehme die Machete und das Messer. Und das war's dann auch. Ist in Ordnung. Ansonsten möchte ich nichts verkaufen. Hast du was Schönes für uns? Baton, ne? Initiator. Ist exquisit. Was da kostet? 0? What the heck? Wie bitte? Das ist ja ganz kurios. 248 Schaden, das ist nicht wenig. Money und Medikits. Oben nochmal tunen, wenn wir können. Aber ich glaube nicht, dass wir von vornherein irgendwelche Spezialattribute haben. Die Ressourcen nicht vergessen. Schön viel Kohle haben wir gemacht für die erste Runde. Das kann sich sehen lassen. Die Ressourcen kostet fast nichts. Und irgendwas braucht man immer. Aber mehr geht gerade nicht, ne? Komme. Hoch. Mhm. Kekse. Bananen. Proteinriegel. Ist unsere Kollegin da? Ja, da ist sie. Kann man sie auch spielen? Oder ist sie einfach nur Beiwerk? Ist sie nur da, um schön auszusehen? Waffen. Wir wollen Upgrades für das Teil. Ich würde es ganz gerne ausprobieren, aber ich kann ihr nicht zuschlagen. Ich kann sie mir nur angucken. Sieht wuchtig aus. Ist da ein Loch da drinne? Ja, tatsächlich. Ein Luftloch höchstwahrscheinlich. Aber ich möchte auch nicht so viel Kram jetzt investieren auf ein grünes Machetchen oder ein Messer. Kann ich hier eine Feder drauf basteln? Geht das? Lässt er mich das tun? Sieht langsam aus. Geschwindigkeit 50 ist halt, ne? Wucht. Wenn dann Wucht. Das ist eine Wuchtwaffe. Wir sollten uns darauf konzentrieren, sie noch wuchtiger zu machen. Erhöht den Schaden, verringert die Haltbarkeit. Eine Notfallwuchtwaffe. Man darf sie nicht so häufig einsetzen. Und schon wieder fehlen Ressourcen. Hätten wir vielleicht für was anderes ausgeben sollen, aber... Naja, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir unsere Entscheidungen getroffen. Stufenanpassung? Ja. Ist doch nur Kohle, ne? Ist doch nur Kohle. Wer braucht schon die Moneten? Wir wollen nicht die reichste Leiche auf dem Friedhof sein. Tingelt ja noch hier rum? Sind wir zu zweit nur noch? Kann das sein? Oh oh. Und jetzt kann man keine Leute mehr nachträglich reinholen? Ist gut möglich, ne? Ja. Verdammt gut möglich. Matchmaking hier nochmal Sitzung. Wir sind nur noch zu zweit. Aber ich weiß, stimmt, genau, aus einer anderen Testaufnahme weiß ich, dass noch Leute mittendrin einfach so dazukommen können. Ich war nämlich auch einmal ganz kurz, direkt beim Finale schon, mit einem anderen Team. Er hatte die Nase voll oder sein Internet war weg. Kann auch sein, ne? Schlechtes WLAN. Sollte er sich mal ein bisschen WLAN-Spray kaufen. Das hilft. Ich finde ihre Leggings so cool, auch mit den Rissen drauf. Auf der Couch sieht man das ganz gut. Echt nice. Stylisch. Also wenn wir wollen, können wir. Ja. Ist gut.
gut. Wir schaffen das auch zu zweit. Eventuell kommt ja noch einer. Also ich kam dann auch erst dazu, als wir in der Mission waren. Wir brauchen unbedingt das Feuerding. Unbedingt das Feuerding. Es ist so hilfreich. Es tötet mit Feuer. Ja, komm schon. Du kannst dich entscheiden. Oh Mann. Ja, ist okay. Ist okay, doch, ja. Jetzt wollte ich gerade wechseln. Ich wollte nachgeben. Ich wollte ein Grashalm sein im Wind. But anyways, kommst du? Wollen wir? Wir sind immer noch zu zweit. Wir kriegen das schon. Wird alles gut. Fallenteile. Ich werde es forcieren. Nicht, dass der Punker kommt. Also das Zusammenbleiben werde ich forcieren. Ich habe kein Problem, hier auch mal hinterher zu laufen. Oh, oh, oh. Der brennt sogar. Boom, Schakalaka. Die Rübe, bitte. Ja. Der Schwede. Wuchtikus at its best. Ja, aber trotzdem. Viel zu viele Schläge. Viel zu viel. Wir müssen vielleicht zusammen auf die Gegner einknüppeln. Oder die Umgebung besser nutzen. Sie war noch nicht tot. Ist das dein Ernst? Warte mal, was ist denn mit ihm? Wir werfen ihn doch mal mit irgendwas oder tritt ihn weg. Okay, er explodiert dann irgendwann. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Spritze. Da spritzen wir alles wieder gesund. Komm her. Und Block. Nice. Die müssen wir häufiger einsetzen, die Schläge. Finde ich. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Nimm mit. Da war noch mein Messer. Es steckte in der Luft. Block. Aber es staggert sie gut, ne? Ich versuch mal gleich den Hammer. Aber ehrlich gesagt... Okay, wir probieren's mal. Komm her! Ja, bedient die auch gut, aber... Das ist viel zu viel Geknüppelei. Oh nein! Oh nein! Bevor es zu wild wird... Komm schon! Wir müssen uns unbedingt merken, dass wir die Situation erstmal klären. Bevor wir uns der Wiederbelebung widmen, das geht hier nicht anders. Das ist ein ganz anderer Schnack in Sachen Schwierigkeitsgrad. Sind wir jetzt wenigstens noch zu zweit? Also ich gebe nicht so schnell auf. Hat die Verbindung getrennt. Oh Mann. Okay, ich starte eine neue Runde. Neues Team, neues Glück. Wir haben instant wieder ein Dreierteam bekommen, was ich hoste. Finde ich gut. Man muss wirklich mühgeduldig sein. Und schon ist das Team wieder voll. Es geht wirklich, die Leute spielen das wieder. Wer hätte das gedacht? Also wirklich? So ein bisschen sind ja auch die Google-Trends ausgeschlagen. Kommt der andere? Oh Gott, ich hoffe, er weiß Bescheid. Ich glaube, einer war Level 1 oder so. Wir müssen zusammenbleiben, das ist sehr wichtig. Ich nehme die Batterie mit und hebe hier noch Kram auf. Eventuell ist ja hier irgendwo noch eine Kiste. Ja, ein bisschen Looting muss schon sein. Ohne die richtigen Waffen macht sich die Horde am Ende auch bemerkenswert schlecht. Oh, und das wollen wir natürlich auch nicht. Ist ja noch wer? Na, Kiste. Tut mir leid, ich komme. Block, hier rüber bitte. Batterie ist egal. Elektroteil, er hat ein bisschen aufgeräumt, ne? Finde ich gut. Sauber. Stoff neuer. Für später dann. Können wir Socken draus basteln? Hey! Ja, am Anfang ist man echt schon. Aber wirklich. Nehme ich. Dankeschön. Haben wir gut gemacht. Ausgezeichnet. Oh nein. Nicht gut. Ich glaube, er ist raus. Oder nein. Er hatte nur ein Leck gehabt. Elektronikteile. Macht die Kiste an. Oh. Das war jetzt aber nicht die Batterie, die wir brauchten, ne? Nee. Benötigt Sicherung. Okay. Er hat Lags ohne Ende. Oh, oh. Ja, das ist so ein bisschen ein Problem gerade. Aber okay, wir finden eine Sicherung. Wir finden alles. Kissen. Gut, vielleicht auch für später. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt sofort. Mach auf. Ist da eine Sicherung drin? Tut mir leid. Ey, Ma'am. Die Axt geht, ne? Aber sie ist sehr langsam. Aber sie beschäftigt den Gegner, der vor dir steht. Entschuldigung. Ich dachte, die Tür würde sich öffnen. Hätte ja sein können. Eine Sicherung. Ohne eine Sicherung kommen wir da nicht rein. Wo finden wir eine? Die liegen doch sonst überall rum. Und schön die Energieanzeige im Auge behalten. Schwere Gefechtskiste.
gelootet. Nochmal. Nimm mit, nimm mit, nimm mit. Money, the money. Ja, wir brauchen eine Sicherung. Ein bisschen kloppen müssen wir auch. Egal, was wir machen. Selbst wenn wir nicht jedes Mal bis zum Finale spielen, wir leveln ja unseren Charakter dauerhaft und schalten auch die Modifikatoren frei. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und solange leben wir halt hier mit diesen Verbindungsabbrüchen, wenn welche kommen oder sich das Team aus anderen Gründen irgendwie auflöst. Das wäre ja nicht so wild. Das ist echt nicht so wild. So, wo ist... Wir sind nur noch zu zweit. Cordell. Das ist der mit der besseren Verbindung. Ist in Ordnung. Ein bisschen schnetzeln. Wir können auch Waffen benutzen, um die zu werfen. Oh, Wakizashi. Nicht ganz. Ich hoffe... Der Loot wird separat hier gedroppt. Ich hoffe, er hat seinen eigenen Loot. Ansonsten wäre das schon ziemlich egoistisch von mir. Mach mal auf, bitte. Mach mal auf. Wir brauchen eine Sicherung. Hier ist auch keine. Gibt es da spezifische Orte? Habe ich das nur verdrängt? Ist gut möglich. Die Feinheiten von diesem wunderbaren Spiel. Ne? Die muss man erst... Ah. Okay, gut. Naja, kann ja mal vorkommen. Block. Und rein hier. Sind hier die passenden... Ja, sind sie. Die passenden Elektronikteile. Brauche ich nicht. Hier, für dich. Ein Rad. Kannst du mit Resident Evil spielen. Das wird da ganz oft gebraucht. Ich warte auf ihn. Ich bin zurückhaltend. Ich probiere das Messer. Nee, oh, 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 oh. Ja, Offiziersschwert. Wollen wir? Wir müssen zusammen. Es geht nicht anders. Es lässt sich nicht anders bewerkstelligen. Und bei der nächsten Situation möchte ich meine Wutarmbrust benutzen, weil wir endlich dort eine Kreissäge drauf haben. Oh, hier weiß ich gar nicht. Warte mal. Die Schüsseln. Mach mal die Tür auf. Die Tür auf. Ich weiß nicht, wie das... Ach, guck mal. Das war Buggy das letzte Mal. Da konnten wir nicht hochspringen. Wobei, das habe ich gar nicht aufgenommen. Das ist es. Neue Lieblingswaffe. Nehme ich auch. Okay, okay, wir müssen weiter. Wir sollten hier nicht verweilen, Spritze. Kommt er? Er kommt. Da oben. Ich sehe sie doch schon. Aber erstmal hier peripher ablaufen, würde ich sagen. Kisten, rote Kisten vielleicht, Katastrophenschutzkisten. Oder waren wir gerade in diesem Haus? Weiß ich nicht. Die Spieldurchläufe verschwimmen so ein bisschen. Ich habe die Nacht nur 4 Stunden geschlafen. Macht sich kaum bemerkbar. Ich weiß. Dankeschön, Dankeschön. Wo kommen wir jetzt hier an die Schüssel ran? Draußen, höchstwahrscheinlich der Balkon. Genau, hier. Block. Hula. Nice, nice, nice. Wir packen das auch zu zweit, aber... Der letzte Tag wird herausfordert, aber wie schon erwähnt, es kann gut sein, dass wir noch einen neuen Spieler, einen dritten wieder dazugewürfelt bekommen. Hula! Ja. Also der Kick wurde zwar verstärkt jetzt durch einen passiven Perk, aber, so richtig mega prächtig ist er auch nicht. Ich komme. Alles gut, nonverbale Kommunikation. Man könnte natürlich auch reden, aber... Wer will das schon in einem Multiplayer-Spiel? Ich bitte euch. Wir sind doch Chillplay-verwöhnte Solo-Wastelander. Nein, 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 da wollen wir nicht reden. Wir wollen nur spielen und Emojis austauschen. Und wenn keine da sind, naja, dann ist das halt so. Kiste, rote Kiste. Hier hatte ich schon mal eine gefunden gehabt. Da sollen ja auch noch neue Nachbarschaften dazukommen. Ich bin voller Erwartungen und Vorfreude. Hat er? Hat er? Na? Na, brauche ich. Gibt extra Kohle. Vielleicht, weiß ich nicht. Ist zumindest ein stylischer Kill. Na los, Miss Leggings. Aber ihre Leggings ist nicht so schön wie die von unserer Mitspielerin. Brechstange würde ich zumindest verkaufen. Und ich glaube, stimmt, wir haben ja auch da eine Box. Richtig, wir haben eine Box. Komme, komme. Eine Box. Wo unser Kram reingeballert wird, den wir hier erspielen, aber nicht mitnehmen. Richtig, richtig, richtig. Da müssen wir auch mal reingucken. Wir lassen ja auch eine Menge liegen. Rote Kiste. Repariert die Satellitenstation. Nein, hier waren wir auch schon.
wirkt größer alles, ne? Aber wenn man erstmal drin ist. Ich glaube, er ist jetzt der Anführer, ne? Ist kein Problem. Ich stelle nur den Hoster hier zur Verfügung. Ist gut. Sauber. Aber ab jetzt wird's ein bisschen. Ich sag mal extrem, ne? Wir brauchen ein Medikit. Und zwar sehr, sehr bald. Ula! Okay. Nicht mehr umhauen können wir die mehr mit unserem Kick. Aber vielleicht später. Vielleicht gibt es da noch einen besseren Perk. Für noch mehr Dropkick-Power. Wir können ja das Gebiet ein Stückchen vorbereiten. Von wo kommen sie? In erster Linie. Warte mal. Ja, genau. Wir können das ja alles zuätzen. Ja. Warte mal, stopp. Nicht, dass er von hinten kommt. Vorsichtig. Ich glaube, ich stehe so ein bisschen in der Siffe. Ja, Hilfe, Spritze. Ja, macht auch Sinn, stimmt. Aber wir sollten vielleicht die Ressourcen sparen für das Finale. Oder, warte mal, ist da vielleicht auch ein Limit oder so? Das müssen wir im Auge behalten. Wir müssen das Spiel grundlegend nochmal neu verstehen. Hey, lass unsere Schüsse in Ruhe. Ich... Ist er tot? Er ist tot, er ist tot. Erst die Situation klären. Safe klären. Oh, das ist so ein Game Changer. Kann ich? Na. Und weg. Ich habe kein Medikit. Ich habe Medikits. Also eins. Das reicht. Aber Kit ist auch nicht die richtige Bezeichnung. Weil. Nicht die richtige Bezeichnung, weil. Es ist ja. Es ist ja eher eine Spritze. Na. Kram. Vorsichtig. Medikit. Ich renne Runde. Reicht ja, wenn wir so halbwegs hier im Bereich sind. Ich brauch unbedingt Close Combat Kill. Leute! Ne, jetzt. Nein, stopp! Ich dachte, wir hätten sie. Oh, wow. Ich bin noch nicht gestorben. Was war hier schon wieder los? Es gibt Schwierigkeiten. Also. Ich hatte noch ein bisschen Energie. Ich glaube, er ist weg, ne? Nee, er ist noch da. Das meint er wahrscheinlich, unter anderem. Aber wir haben, ich glaube, ein paar EP bekommen. Mal hoffen wir zumindest. Nicht, dass das umsonst war. Aber Spaß hatten wir so oder so. Wir machen weiter. Und hoffen, dass noch einer dazukommt. Wir waren ja zumindest ein gutes Stückchen, ein gutes Team. Aber jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Wir wollen verticken. Guck mal, das Baton ist wieder da, ne? Ja, tatsächlich. Wir wollen behalten, das nicht. Das kann weg und das kann weg und das kann weg. Voller Fokus auf diese Waffe und diese Waffe. Mehr braucht man auch gar nicht. Und da am liebsten natürlich dann die Feder drauf. Und Muni für Waffen, die ich noch gar nicht habe, aber sicherlich bald bekomme. Und Medikits, sehr wichtig. Und den Kram hier. Ressourcen. Das war ganz komisch. Ich glaube, ich war doch dann gestorben oder so. Aber wie schon gesagt, es macht schon Sinn, dann bis zu Ende zu spielen. Auch wenn es dann vielleicht nicht mehr um das Finale geht. Wir müssen auch EPs bekommen. Ich denke, den Rest werde ich jetzt sparen. Wir haben 23.000 Uzi, kann ich gut gebrauchen. Für den Beinschuss, für den Beinkiller vom Dicken. Das Messer blockierte ja ganz gut unser Wurfmesser. Ist er noch da? Ja, ist noch da. Schönes Schwert. Ich komme gleich, warte. Stopp. Ist hier was drinne für uns? Von uns? Was er spielt ist? Nein. Das müssen wir regelmäßig mitnehmen. Dann verkaufen. Und so weiter und so fort. Bin gleich da. Meine Güte. Der verlässt uns doch gleich. Geh nicht, wir können uns ändern. Rufst du uns an? Komm. Ja. Alles gut. Ich musste noch schnell die Katze füttern. Vom Nachbarn. Gut. Ja, saftig. Stufenanpassung. Das Offiziersschwert erstmal reparieren. Das ist wichtiger. Dann Stufenanpassung. Und dann Fokus darauf. Ja, Elektro. Oder zerschnetzeln. Elektro. Blockiert. Sprengt über. Feder. Auf jeden Fall Feder. Und dann nehmen wir... Stärker bei niedriger Gesundheit.
Kritische Treffer und schwere Angriffe bewirken mehr Schaden. Ich glaube, das Abtrennen von Gliedmaßen und so betrifft das. Aber hier, wenn du einen Zombie tötest, hast du die Chance etwas... Ja, ist okay. Wir verlieren doch echt schnell unsere Gesundheit. Das ist schon wichtig. Unterschätzt das mal nicht. Es ist eine... Blitz-Uzi. Aber mehr auch nicht. Haben wir für die andere Waffe was? Wir werden gleich hier rausgeschmissen. Stufenanpassung. Zwei Waffen sind schon wichtig. Upgrades. Nichts. Okay, komm. Es geht los. Gut. Sieht schlecht aus. Aber es sah auch schon mal schlechter aus. Brauchen wir unbedingt. Feuer. Feuer. Er kennt sich aus. Wahrscheinlich ist er schon länger dabei als wir. Wie er hier rumflitzt. Ja? Na los. Na los. Ich folge dir unauffällig, aber wir können ja auch mal reingucken, ne? Kiste. Rote Kiste. Plack. Jawoll, ja. Jawoll, ja. Auch für dich ist hier Loot, wenn du möchtest, ne? Ah! Oh, what the heck, what the heck? Hilfe, Hilfe! Oh, warte, oh, warte. Oh Mann, oh Mann. Frohes Neuer, aber wirklich, wo ist er? Da drüben. Das ist Stufe 1 eigentlich. Das ist Stufe 1. Wo ist er? Wo ist unser Kollegenkeule? Da ist er. Gut. Na, aber ein bisschen müssen wir auch ein bisschen tänzeln, ne? Wir wollen ja die EPs haben. Ansonsten entwickelt sich unser Charakter nicht vorwärts. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Weiter, weiter. Wir kriegen auch Gesundheit dafür. Das ist gut. Viel besser. Ich komme, ich komme. Ja. Wir treffen uns dann da. So, jetzt baut sich das auch wieder ab. Alles gut, alles gut. Er will die Aufgabe spielen, ne? Block die Rübe. Ja, die sind schon ein bisschen bullet-spongiger geworden. Ich gebe ihm Gleitschutz. Einer muss tragen, der andere darf schnetzeln. Es ist ein Multiplayer. Man muss sich auch ein bisschen einem Kompromiss hingeben. Wir suchen alle, ne? Ja, wo ist das Ding? Ein Gaspuddel ist das. Ein Gastank, Propangas. Hast du richtig geguckt hier? Da ist er, ich hab sie. Ach so, das ist... Nee, aber das ist kein Galaxy-Gas oder so, ne? Nee, nee, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt muss er mir folgen. Also muss nicht, aber es wäre schon nett von ihm. Hat er eingepackt. Ja, ich bin gern noch ein bisschen Kram eingesteckt. Ja, und jetzt das Ding bauen. Los. Und dann Lärm machen. Köder Zombies. Hier drüben. Und plock. Es geht los. Aber hier können wir jetzt auch ein bisschen Free Roaming walten lassen. Brennt ja die ganze Zeit. Ist das so eine Schande? Aber wir kriegen wirklich Energie zurück. Aber nicht immer. Nicht immer. Nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Brenne! Mieser Hund, du. Aber Gesundheit ist wichtiger denn je. So ist schön. So ist schön. Übel. Plock. Die Rübe. Eigentlich habe ich dieses Schwert gefunden. Alles wäre anders gewesen ohne dieses Schwert. So was müssen wir in jedem Durchlauf müssen wir das suchen. Na, na. Brennst du auch immer? Ja? Na, 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 na. Schön. Auch das Messer werfen. Ich muss die Sachen regelmäßiger benutzen. Das ist ja auch sehr wichtig. Ich brenne. Brenne, brenne. Naja, mit der Spritze gelöscht. Physikalisch fragwürdig. Aber wer fragt da schon nach? Ich sollte ballern, ne? Ballern! Na los, zack! Die Beinchen weg, die Beinchen! Wir können viel schneller schießen. Alter Schwede, was ist denn da los? Mega, mega. Na, na. Das ist richtig schlecht drauf. Medikits. Ich glaube, die droppen dann nur ganz vereinzelt, wenn man zu viel hat. Dann die Riegel. Aber für die nächste Runde wäre es schon nicht schlecht. Wir sind durch. Komme, komme, komme. I'm on my way. Oh, er will noch nicht. Er will noch 70 Sekunden hier rumbummeln. Oder er hat sich verlaufen. Hier drüben. Oh. Jamie. Alles gut. Rein. Haben wir gut gemacht. B.
Bestnote bisher. Zumindest bei dieser Mission. Falle freigeschaltet. So wichtig für das Finale. Den Kram mitnehmen. Als allererstes. Ja. Eine Crowbar. Nicht zu verwechseln mit der neuen Crow-Verfilmung. Großer Unterschied. Das eine kann man sich sparen, aber ich sag nicht welches. Münze. Keine Ahnung. Vielleicht kann man die Zeit dann verlängern, die man jetzt hier hat. Gut möglich. Liegt hier immer Kram? Oder immer nur einmal? Nee, in diesem Durchlauf habe ich den Kram noch nicht. Nee, habe ich. Nein, no way. Noch nicht aufgehoben. Weg, weg, weg. Das ist schön, das behalten wir. Ja, 8000. Einschläger-Mod. Doppelfeuer ist auch nicht verkehrt. Distanz. Ich nehme das mit. Und das ist halt das Zweier-Gedöns. Wir haben noch... Ah, ich muss ja auch noch... oben reparieren. Das kostet auch immer. Aber clever. Immer mitnehmen. Na, ich drücke einfach mal hintereinander weg. Schießpulver. Immer. Gerne doch. Vielleicht auch die anderen mitnehmen. Ich weiß nicht, ob die beim nächsten Mal noch da sind. Und nach oben gehen. Erwartet schon wieder. Wir sind immer noch öffentlich. Theoretisch könnte wirklich noch einer dazukommen. Oh, Wahnsinn, ey. Was er schon wieder für Waffen rausgeholt hat. Ich bin sehr beeindruckt, aber ich, das heißt auch nichts. Ich bin leicht zu beeindrucken. Da kann man sich nichts drauf einbilden. Zur Sicherheit auch die Waffe noch upgraden. Vielleicht hier jetzt eine Zweier-Mod drauf prügeln. Feuer, Doppelfeuer wäre schon nicht schlecht, ne? Ist schon besser. Ist schon besser. Wenn du einen Zombie tötest, erhältst du einen moderaten Schadensboost. Energie oder... Warte mal, das machen wir mit der anderen Waffe. Die ist ja in Ordnung. Upgrades. Doppelfeuer ebenfalls. Es sind zwei Flammen. Zwei Flammen sind besser als eine Flamme. Das war zumindest früher so. Ja, ist okay. Besser als nichts. Haben wir, haben wir, haben wir. Ansonsten können wir uns nichts mehr leisten. Herstellen. Medikit. Da geht noch was. Das ist schön. Demonay. War doch Pistolenmuni, ne? Oder? Ja, das ist Revolvermuni. Gewehrmuni. Wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Gut, noch zwei Tage. Was für ein schönes Spiel. Das kenne ich noch gar nicht. Eiskalter Killer. Aber brauchen wir noch mehr Effektivität bei den Fallen? Es macht doch dann irgendwann kaum noch einen Unterschied, was die Gegner killt. Legendäre Distanzwaffe. Mal gucken, was er nimmt. Also Gesundheit wäre schon nicht verkehrt. Aber wir haben ja sowieso nur ein Kontingent, jeder für sich, bezüglich... Ich weiß nicht, bezüglich der Falle. Ist er noch da? Ich habe auch so ein Schwert. Mega, mega, genau. Let's do this. Rikos Raffnix und Flip 6-3er Long. Aber ist übel. Wir müssen noch schleichen, ne? Wir können schleichen. Let's go shopping. Verkaufsautomat plündert, Master. Wo ist denn der? Stand ich davor? Ach, das ist der. Der sieht aber komisch aus. Macht der Geräusche oder so? Ah! Ich dachte, mich schlägt hier einer. Schon wieder. Oh, das macht so viel Sinn. Ah, das macht so viel Sinn. Hier auch mal so eine kleine Falle zumindest zu legen. Also mir wurde ja der Ratschlag gegeben, einfach das Fallen-Ressourcen-Gedöns bis zum Finale zu sparen. Es ist jetzt schon ein Stückchen einfacher. Wenn man jetzt hier... Wenn man jetzt hier... Stacheldraht hat und die hier nicht rein können, bis auf weiteres. Energie. Wir haben ja eine andere Waffe, die mehr Dampf bekommt, ne? Richtig. Wenn sie tötet, das ist gut. Sowas können wir gebrauchen. Aufbauende Effekte.
Aber dafür gibt es dann auch keine Energie mehr beim Töten. Das ist okay. Bist du angeschlagen? Hey! Töte die Zombies beim Store. Nein, raus aus dem Modus. Ich möchte meine Waffe zurück. Ah, Spritze! What the heck? Muss wirklich den ganzen Überblick wahren. Er ist noch hier. Er ist tot, ich sehe es. Muss ganz kurz... Nein, das muss alles super gesaved sein. Idealerweise... Da kommt einer. Übel, Mann. Rumtänzeln, das ist ganz wichtig. Zerprügelt sie. Ich glaube, ich sollte nur die Energiewaffe benutzen. Ne? Und Riegel essen. Jede Menge Riegel. Auch wenn da Kokosöl drin ist. Nicht zu empfehlen. Der Schadenszuwachs hält sich sowieso in Grenzen. Na! Lieber extra Energie mitnehmen. Tötet die Kotzbrock. Okay, machen wir. Ist gebongt, Spritze. Machen wir. So ein Messer. Okay, und dann aufs Beinchen. Oh, wow. Oh, das darf man wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, dann nimm die gute Waffe, wenn du möchtest. Alter Schwede. Alter Schwede, Spritze. Was für ein Massaker. Ich habe kein Messer mehr. Doch, habe ich. Oh, wie schnell kommt das Messer, bitte? Na, so nicht, Heule, so nicht. Nein. Durchladen, bis zuletzt. Hi. Gut gemacht, ausgezeichnete Arbeit. Ich kann kein Emoji geben. Ich würde jetzt so gerne dir ein Emoji geben. Kannst du mich hören? Nee, kann er nicht. Dafür habe ich gesorgt. Gut. Pack die Nahrungsmitteltasche ein. Ja. Und dann geht's nach Hause. Aber vorher looten. Wir dürfen den ganzen Loot nicht liegen lassen. Wir haben hier nicht umsonst gemordet. Auch ihr Tod sollte nicht umsonst gewesen sein. Oh, Medikits. Sparen. Schön sparen. Okay. Ja. Ist gegen die Wand gelaufen. Alles okay, Jimmy? Na. Und dann nach Hause. Ich glaube, wir können dann, ne? Wenn wir wollen. Ja. Oh! Speedo, Alter! Sehr gut. Rennen sollt ihr, die verfluchten Hunde. Ehrlich gesagt, würde ich mich am liebsten freuen, wenn ich Doppelblitz hätte. Auf diese Waffe, wo wir Energie bekommen, weil... Weil halt die Gegner blockiert sind und das überspringen. Rennen ist halt noch mehr extra Schaden. Aber... Die Gegner blockieren und dann kann ich keiner angreifen und es springt über. Wisst ihr, was ich meine? Nice! Ab 6 gibt's Multiplikatoren. Dicker Brumme. Was haben wir jetzt eigentlich genommen gehabt? Haben wir die legendäre Waffe bekommen? Was ist das? Mal gucken. Ich gehe erstmal hier runter. Und schnapp mir, was ich nicht beansprucht habe. Hau die Münze rein, wenn es wieder geht. Offensichtlich gerade nicht. Aber es wird schwierig, das Finale zu meistern. Aber ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Jeder Run, selbst wenn er im Nichts endet, bringt unseren Charakter weiter. Da! Nahkampfmod Triple Blitz. Gekauft, Mann. Aber sowas von gekauft. Das kann weg und das kann weg und das kann weg und das kann weg und das kann weg. Und Ressourcen brauchen wir. Jede Menge Ressourcen. Und Money. Die kostet ja fast gar nichts, ey. So ist gut. Treibgas, weiß ich nicht. FCKW, das gute alte. Aus den 90ern. Meine Güte, haben wir es geliebt. Wir haben es in alles eingebaut. Eigentlich haben wir genug. Wir brauchen die Kohle zum Reparieren und Leveln. Auch wenn ich lieber... noch ein blaues Gewehr hätte. Aber man kann nicht alles haben. Ist ja noch Kram vielleicht. Kleber. 200 Sekunden. Hi. So. Ja. Erstmal hier. Priorität. Säbel.
Es war schön mit dir, Doppelflamme, aber ich brauche jetzt... Ich hab doch... War das für Distanzwaffen? Hab ich was verpeilt? Wie oft passiert mir sowas eigentlich? Und wie oft wird mir das dann nicht gesagt? Ihr wollt mich schonen, ne? Wo ist mein Trippelblitz? What the heck? Wo ist mein... Kann ich da jetzt gar nichts mehr raufzimmern? Doch, ich kann das doch wechseln. Ich hab das doch gekauft. Ich hab das gekauft. Überlegen. Ach, nur für exquisite Sachen vielleicht? Oh Mann. Oh Mann. Hier, Trippelblitzhammer. Nee, dafür haben wir nicht genug Geld. Für so viel Schnickschnack. Ey. Meine Güte. Ja, ich mach kurz, ne? Ja, wir müssen erstmal bei Doppelflamme bleiben. Beschämt kriechen wir zu ihr wieder zurück zur Doppelflamme. Weil du nicht exquisit bist. Warte mal, kann ich dich nicht? Stufenanpassung, wirfst du nicht irgendwann lila? Ich glaube nicht. Gut, reparieren. Dich haben wir sowieso kaum benutzt. Das ist fast schon Verschwendung. Aber okay. Ist in Ordnung. Kriegst auch noch ein paar Upgrades. Du erhältst im Zielen-Modus einen moderaten Genauigkeitsboost. Noch mehr Auto-Aim. Nein, lieber. Ja. Schadensboost, wenn das Magazin fast leer ist. Das passiert häufiger. Und dann möchte ich... möchte ich das hier. Ja, Gesundheit wieder zurück. Solide. Damit kann man was anfangen. Monet. Ist alles voll. Das gibt's ja nicht. Alles? Offensichtlich, ne? Letzter Tag. Und dann geht's raus. Bring ein bisschen Ordnung ins Chaos. In der Mission verteidigt den Unterschlupf. Wahrscheinlich keine Kurzbrocken. Ja, nehmen wir. Auf jeden Fall würde ich vorschlagen, die sind sehr nervig in der letzten Mission. Oder schlägst du was anderes vor? Zu zweit wird das eine richtige Herausforderung. Okay, wir können. Los geht's. Action. Wir sind schön auf Mission fokussiert. Finde ich in Ordnung. Wir haben okay Waffen. Ich hätte gern noch was Exquisites, Klingenmäßiges. Sollen wir hier rein? Ich glaube schon. Ich denke schon. Lampe. Oh, 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 wie cool, wie atmosphärisch. Wir waren hier noch nie drin. Kurz gucken. Ich komme gleich. Such Chemikalien und... um die Matsche aufzulösen. Machen wir. Ist gebongt. Rote Kiste. Aber ein bisschen killen müssen wir auch. Ansonsten gibt es da Ärger. Ah! Nehme ich. Plopp. Das müssen wir hier hinschleppen. Ich verstehe. Aufsetzen. Kommt dann noch wir. Ah! Eine Schreierin. Eine Schreierin. Messer. Schande. Ist sie tot? Nein, sie ist noch nicht tot. Elektrifiziert. Elektro-Ghetto. Oh, wow, wow. Ich bin umgehauen worden. Aber nicht tödlich. Oh, das ist er. Vorsichtig. Na. Alles schön elektrifizieren. Aber da müssen wir hier auch echt krasser aufpassen als im Hauptspiel. Dass wir uns hier nicht die ganze Zeit selbstständig elektrifizieren. Aua! Aua! Weg. Hast du den Kram? Spritz. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir hier in der nächsten Hektik-Sequenz oder so hier wieder einfach so dahin brutzeln. Das wollen wir nicht. Das will wirklich niemand. Rüber. Okay, Tür. Geht nicht. Ist nur Fluff. Hier ist der Kram. Ist hier irgendwer Besonderes? Na, rüber, das geht. Das hätte funktioniert, aber er wollte uns ihn nicht abschmerzen lassen. Vielleicht wäre da jetzt noch ein Finale gekommen oder so. Oh, wow, 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 wow. Spooky, wir brauchen eigentlich das Messer.
Jawohl, ja, jawohl, das ist doch ein Spooky. Messer. Schere licht, Muni aufheben, Medikits aufheben. Lass den herkommen. Offizierschwert. Ein Offizier und Gentleman. Hat sie alle dahin gemetzelt. Oh, wie saftig, Mann. Einfach nur herrlich. Er kommt, er kommt. Waffenwechsel. Geht auch, geht auch. Ja, jawohl, ja. Er ist down, ne? Kram, kram. Alles durchladen. Da. Da ist der Fass. Ist jetzt vielleicht noch eine rote Kiste oder so? Er folgt mir, ne? Ich nutze das aus. Ich nutze das einfach. Oh Gott, Hilfe! Wir sind falsch hier. Renne! Es tut mir leid. Riegel. Oh, oh. Geht nicht beides gleichzeitig. Bevor wir abhauen, sollten wir auf jeden Fall noch unseren Eiweißhaushalt auf Vordermann bringen, finde ich. Das ist ganz wichtig, alle 2 Stunden etwas Eiweiß zu sich zu nehmen. Da! Auch wenn es vorher auf dem Boden lag. Na, 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 na. Weg, weg, weg. Vorsichtig. Okay, das ist jetzt wieder so eine Verteidigungsmission. Okay, wir wissen nicht, von wo sie kommen. Na. Aber es macht schon Sinn. Es macht hier sehr viel Sinn, auch bei den kleinen Mini-Horden. Ordentlich loszulegen. Mit Fallen. Ein bisschen zumindest. Na! Na, 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 na. Vergiss es. Ich konnte nicht bauen. Ich konnte nicht bauen. Messer. Schere Licht. Und das Beinchen. Beinchen. Und ich glaube, die Klingenwaffe, ne? Ja, 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 ja. Draufhalten. Jetzt hier unten ein Bodybuilder wäre die Hölle. Die absolute Hölle. Aber das sind die ganzen Proteinriegel. Die riechen das. Das lockt die an. Habe ich wieder ein Messer? Ja, habe ich. Hey! Beinchen, Beinchen, Beinchen. Nein, den Dicken. Das Auto-Aim ist sehr hart. Es ist genauso laut hier bei mir. Nicht nur bei euch. Heule, Mensch. Nicht so viel spucken hier. Aber das ist ein ganz dicker. Das ist ein ganz dicker. Nicht schon heran. Der kann dich one-hit killen, glaube ich. Sauber, sauber. Vorsichtig. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob man da einfach so durchlaufen kann. Da kommt noch einer, ne? Ah! Vorsichtig. Ja, noch ein Spooky. Vorsichtig. Ich blockiere ihn. Block! Oh, ist das laut, alter Schwede. Zurück zum Messer. Kram einsammeln. Machen wir gleich nochmal. Übel. Vorsichtig. Na! Wir brauchen keine Helden. Jimmy. Wir brauchen nur eins. Oh, wow, wow, Jimmy. Verflucht. Kommt da einer? Ach, wir haben hier eine Minikarte. Stimmt, ja. Da ist ja was. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Medikit. Und Messer. Oh, wow, Mann. Und ich hau das Messer genau gegen die Wand. Vorsichtig. Ich muss nur noch 20% aufbauen. Vielleicht ganz kurz rumlaufen. Von der anderen Seite kämpfen. Keine schlechte Idee. Du Hund, du. Dein Bein muss weg. Okay, weg, 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 weg. Wieder andersrum. Hier. Verwirren Sie ein wenig. Messer. Hat er abgekriegt. Schön. Weg, weg, weg. Nicht greifen lassen. No way. Jimmy noch da. Ja, Jimmy ist noch da. Da vorne. Das alles voll mit Spuckegranaten. Ist tot. Dürfen wir hier was machen? Hinter dir. Ah, Mist. Waffenwechsel. Schief gelaufen. Sehr ungünstig. Klinge. Ich habe gleich meine Armbrust. Irgendein anderes Messer. Spritzen. Ja, hoch. Hoch, hoch, hoch. Wie schön. Was für ein schöner Spielmodus. Einfach mal so geschenkt. Also, ich hoffe, die machen daraus noch irgendwas. Neue Maps. Ich würde auch Skins kaufen und so ein Gedöns halt. Haben wir? Lampe. Schön einsammeln. Schön den ganzen Kram fürs Finale. Fallenteile nehme ich noch auf.
Ist der Ton noch da? Ist gut möglich. Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Gut, wir können. Kehr zum Safehouse zurück. Bist du ready oder was? Oder wollen wir noch ein bisschen? Ne, wir haben nur noch 47 Sekunden. Hier konnten wir das nicht beeinflussen. Los, schnell! Ansonsten gilt die Mission als gescheitert. Fast Travel. Die Reiseagentur heißt Fast Travel. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Nice! Aber es wird ganz schlimm im Finale. Aber wirklich? Das weiß ich jetzt schon. Übel. So, keine Kotzbrocken. Während der Horde. Und jetzt die Vorbereitung aller Vorbereitungen. Aber wie schon gesagt, ich möchte eine eventuelle Enttäuschung ein bisschen abdrosseln, falls wir das jetzt nicht schaffen. Unser Spieler, unser Jimmy, unser Keule wurde aber ordentlich mit EPs gesegnet. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Es war so oder so ein Erfolg. Und es hat Spaß gemacht, weil einfach mal das generelle Gameplay von Dead Island Teil 2 über jeden Zweifel erhaben ist. Okay, da ist nichts weiter. Na dann kaufen, kaufen und verkaufen. Ich hoffe, ich finde jetzt da ein exquisites Offiziersschwert. Das wäre echt nice. Oh Mann. Nein. Nein. Das ist... okay, aber Doppelblitz. Doppelblitz. Warte mal. Nahkampfwaffe. Ja. Aber sowas von. Das ist alles für exquisiten Kram. Für Nahkampf. Haben wir nicht. Wir haben eine Schaufel. Eine grüne Schaufel. Wahrscheinlich Gardena. Hashtag keine Werbung. Muni, Pistolenmuni. Ja, für die Uzi. Und Medikits kann ich jetzt nicht mehr kaufen. Ach so, weil voll. Das ist doch okay. Das ist eine gute Ausrede. Ja, und dann noch Schießpunkte. Die Ressourcen sind, ich sag mal, unverhältnismäßig billig. Was man daraus alles machen kann. Bist du sicher, dass du fertig bist? Ich denke schon. Doppelblitz für meine Nahkampfwaffen. Für die Energiewaffe. Das ist schon wichtig. Also bei Fallout 76 mache ich sowas ja gar nicht. Also irgendwas, womit wir Energie zurückbekommen. Aber hier mache ich da mal eine Ausnahme. Vampir heißt das da, glaube ich. Pistolenmuni. Ja. Ja. Ja, für die Uzi. Und Gewehrmuni. Sehr, sehr gerne. Und nun Fokus auf das Offiziersschwert. Reparieren. Entschuldigung, ich dachte, ich würde recyceln. Aber nein. Aber nein. Doppelblitz für alle. Leichtigkeit und nach wie vor Vampirismus. Aber mehr Schaden wäre natürlich auch geil. Es ist so schon verdammt schnell, das Teil. Aber ich stehe darauf, wenn der halt so schnell mit dem Ding rumschwingt. Ich finde das gut. Mir gefällt das. Auch wenn sich das sehr falsch anhört. So. Oder einfach so lassen, Feuer. Nee, dann benutze ich es sowieso nicht. Haben wir denn überhaupt noch? Nee, können wir versenken hier. Die Kohle machen wir. Doppelblitz, auch für dich. Mein Wuchtikus. Also fast Wuchtikus. Hartnäckigkeit. Hier. Nein, Gewalt, meinte ich. Wenn du einen Zombie tötest, erhältst du einen moderaten Schadensboost. Genau darum geht es doch. Wir wollen Schaden austeilen. Komme. Block. Oh oh. Oh oh. Gerade vor den Türen erstmal Stacheldraht. Verflucht. Damn. Aber wir geben unser Bestes. Bestnote A, ja. Haben wir geschenkt bekommen gehabt. Das ist nichts wert. Und hier bin ich, wie gesagt, einmal dazugestoßen. Einfach jetzt hier so, boom, auf einmal war ich da. Aber sieht nicht so aus, ne? Stacheldraht. Hier. Und hier. Und hier. Vielleicht auch ein Feuerchen davor. Das wäre keine schlechte Idee. Dreimal reicht, ne? Dreimal pro Tür. Damit sie nicht sofort
Vielleicht auch ein Stückchen früher eigentlich. Oder zumindest so kantig anlegen. Oh, hier, da geht's ein bisschen hoch. Habt ihr gesehen? Das finde ich gut. Ich hoffe, das bewirkt genau das, was wir uns gerade alle denken. Ist okay. Ja, ich weiß nicht. Es ist schräg. Ist sehr schräg. Hier noch zu Ende fahren. Und nun die Eingänge. Oh, warte, sie kommen. Es geht schon los. Wir hatten nicht viel Zeit. Okay, ich übernehme die. So, wo müssen wir anfangen? Okay, sie werden aufgehalten. Gucken, gucken. Auf der anderen Seite kommen sie auch. Vielleicht noch eine Feuerfalle legen. Geht doch noch, ne? Ja, es geht die ganze Zeit. Hier auch gerne mal eine Feuerfalle legen. Hi! Jetzt bloß nicht wegsterben. Die Armbrust ist aufgeladen. Yeah! Nein, nein, nein. Wenn wir schneller zuschlagen. Das ist es. Das ist meins. Oh, hi. Na, komm her, komm her, komm her. Yeah! Und den Bienenmann erledigen. Ist irgendwas angegriffen? In Sachen Tür? Nein. Zurück, zurück. Ist hinten frei? Ja, hinten ist frei. Da kommen neue. Gucken, gucken, gucken. Nein, die Türen sind sauber. Bist du eine Schreierin? Ja, du bist eine Schreierin. Gott verdammt, du hast gebrannt. Das war unser Flambierer, der da war. Beinchen. Ist durch. Sehr schön. Von da. Hi. Waffenwechsel. Ja, wir müssen auch zwischen den Wellen daran denken, unsere Waffen zu reparieren. Gleich hinüber. Unser Schwertchen. Hey. Nicht so laut hier, Ma'am. Ist sie tot? Nein, ist sie nicht. Ah, schlecht. Die liegt ja schon. Das hat keinen Sinn, Leo. Ist doch gut. Da dreht sie. Energie. Na los, explodier schon. Ich hab dich nicht. Warte mal, stopp. Der will durchrennen. Der will... Dachte ich... Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte dich gerade erschlagen. Ist immer noch Welle 1. Der Bienenmann. Spritze. Und hacken. Ja, Blitz 2 ist es. Nach wie vor. Boom. Nice. Kurz reparieren. Es muss sein. Ja, Money. Können wir ganz kurz. Mach sie fertig. Ist immer noch Welle. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, die Tür. Die Tür. Ist das eine Schreierin? Nein, die Tür. Weg, 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 weg. Messer. Messer. Können wir auch selber die Tür kaputt machen. Oh, wow, 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 wow. Oh, warte, ey, Junge, Junge, du Schlawiner, du Messer. Na, von da kommen welche, welche? Oh, warte, Leute, sag mal, seid ihr verrückt? Explodiert schon. Sind das brennende Bienenmänner? Schöne Kettenreaktion. Wenn die durchgekommen wären, wäre so Feierabend gewesen. Ja, machen wir. Wieder die Tür direkt verbarrikadieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gerade die hier. Da muss mehr. Direkt davor. Es muss sein. Wir müssen agiler bleiben. Und neugierig. Wir müssen sehr neugierig bleiben. Ich hoffe, die schmulen sich da nicht vorbei. Oh Mann, kann ich die Tür jetzt nicht reparieren? Nein. Oh Mann, vielleicht im Baumodus oder so? Nö. Nee. Na gut. Wir können noch einen Spieß bauen. Wir könnten auch ein bisschen Kram einsammeln für die nächsten Fallen. Ja, 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 da vorne. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ich mache sie alle auf einmal platt. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Nein. Krank, einfach nur krank. Ich habe den ganzen Trupp ausgeräuchert. Aber wir müssen weiter. Übel, übel. Die können sich hier vorbeischmuggeln. Ungünstig. Daran müssen wir denken. Verdammt doch mal, Leo. Okay, alles cool, alles cool. Warte mal, das sind... Schande, ich habe nur Elektrowaffen. Nein, das sind Anti-Elektro-Leute. Wie uncool von denen. Echt uncool. Aber ich habe noch eine Axt. Mit der können wir auch gut reinhauen. Und jetzt wieder Offiziersschwert. Sehr gentleman-like. Regel.
Nein, stopp, stopp, stopp. Nein, nein, stopp. Hey! Er, er! Mit der Axt, jetzt. Na. Wie bitte? Da war doch jetzt einer dabei, sag ich doch. Aber wirklich hinter mir? Hm, ist gut, ne? Köpfchen, nehme ich. Er wird sicherlich gegen Feuer immun sein, aber nicht gegen Blitz. Nicht gegen mein Pikachu. Oh Mann, das Spiel hat sich darauf eingestellt. Stopp. Oh Mann, oh Gott. Hilfe, ich krieg einen Herzinfarkt. Schon wie? Nein, Quatsch. War nur Spaß. Darüber macht man keine Späße. Na. Spritze, Spritze, durch, 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 Spritze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Spritze, zieh's dir rein, Mann. Weg, weg, weg. Okay, Spritze. Renne, renne. In die Büsche. Drüben, ja, ich sehe schon. Oh, warte, was ist denn mit ihm los? Sag mal. Zwei Stück, zwei Stück. So krank, Mann. Ich denke, das war's. Sieht schlecht aus für uns. Bodybuilder. Schande, Mann, Schande. Weg, 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 weg. Oh, er hat ihn weggehauen. Kann das sein? Kann das sein? Na, immer von zwei Seiten, genau. Vorsichtig. Ist da wer? Nein. Und her. Draufhalten. Da geht doch. Ula! Fallenmaterial. Ist da wer? Nein, da ist niemand. Aber da kommt wer, ne? Ja, weg mit denen. Ihr müsst explodieren. Genau so. Und nicht anders. Da sind die Nächsten. Ich war da vorbei. Hallo, hallo, hallo. Übel. Aber wir sind sehr weit gekommen. Wir werden gleich versagen, aber... Aber trotzdem, wir sind sehr schön weit gekommen. Keine Fallenbaumittel. Ist aber auch schwierig, das alles hier unter einem Hut zu bekommen. So, wir brauchen... Oh, ich habe gar nichts. Kein Fallenmaterial. Das ist wirklich so hektisch hier gerade wie die Bauphase von Starship Troopers Extermination. Also wenn ihr darauf steht, solltet ihr unbedingt da mal reingucken. Dazu habe ich auch ein paar Videos gemacht. Ich habe nichts. Tut mir so leid. Warte mal, ich stelle einen Spieß auf. Und zwar hier. So, dann bleiben die hier. Die Spieße sind, glaube ich, die Lösung. Oh, Schande. Er ist total panisch. Ich merke das schon. Na, 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 na. Oh, Mann. Warte mal. Das bringt ja nichts. Das bringt nichts. Ich hätte eine Feuerwaffe behalten sollen. Na, na, Kopf weg, Hotland. Siehst du auch blitzen, ne? Ja, oder? Simon? Weiß ich nicht. Möglich. War möglich, war. Nimm eine andere Waffe. Geh auf Nummer sicher. Nimm eine andere Blitzwaffe. Ein kluger Einfall von dir. Mal wieder. Na. Es ist X-Anschein. Jetzt. Und weg mit der Rübe. Zurück zum Offizierschwert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir müssen rein. Ist hier einer? Medikit. Medikit. Meine Waffe, meine Waffe. Schon wieder alles voll. Das Spiel hat sich doch darauf angepasst, dass wir so viele Elektrowaffen haben. Das ist ein Punker. Ich werde ja nicht mehr. Es wird Zeit für die Armbrust der Wut. Na, komm schon. Ich habe ihm das Bein weggemessert. Da drüben, da ist jemand drinne. Stopp, stopp, stopp. Hier, alle auf mich. Übel, Spritze. Wer von euch kann mit Elektro getötet werden? Du, ne? Glaube schon. Oh, Energie. Ist das eine Werkbank da hinter mir? Kann das sein? Ja, das ist doch eine Werkbank. Gut zu wissen. Aber hier kriegen wir auch Energie. Vorsichtig! Wir hören die Tür. Na, Waffenwechsel. Wir müssen leider. Nein, die Axt. Die Axt, die Axt.
It's okay, Medikit. Oh nein, oh nein! Er ist tot, ist das jetzt erst? Okay, aber wie schon erwartet, es ist zu zweit. Nahezu, ne? Es ist möglich. Ich glaube, wenn man gut im Team agiert, ist es möglich. Beim nächsten Mal versuchen wir es natürlich auch zu zweit, falls irgendwo unterwegs einer draufgehen sollte oder verschwindet auf mysteriöse Art und Weise. Aber zu dritt ist ideal. Und alleine sollte man es eigentlich vergessen. Vielleicht passen sie das noch so ein bisschen an, dass das mitskaliert wird. Aber das ist ja ein Koop-Modus. Wie dem auch sei. Auf in die nächste Runde. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.